Hier geht es um die Gesellschafterversammlung bei der GmbH, also der GmbH, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschafterversammlung der GmbH ist eines der Organe der GmbH und gefragt ist hier nach den Aufgaben. Welche Aufgaben hat die Gesellschafterversammlung der GmbH? Das ist hier die Frage. Nun, sie hat einmal die Aufgabe Feststellung des Jahresabschlusses. Feststellung des Jahresabschlusses. Dann, sie bestellt Gesellschafter. Sie ruft aber auch Gesellschafter ab. Bestellt und ruft sie Gesellschafter ab. Sie überwacht die, ich kürze mal ab, Geschäftsführung, GF, sie überwacht die Geschäftsführung und sie bestellt nicht nur Gesellschafter, sondern auch Prokuristen oder sonstige Generalbevollmächtigte. Ja, Feststellung des Jahresabschlusses, Bestellung von Gesellschaftern, Prokuristen und Generalbevollmächtigten, das quetsche ich hier jetzt nicht mehr rein. Sie ruft aber die Gesellschafter auch wieder ab und sie überwacht die Geschäftsführung. Das ist die Aufgabe der Gesellschafterversammlung der GmbH. Ein bisschen vergleichbar mit der Hauptversammlung der AG, aber in der Regel viel, viel kleiner, viel intimer, viel persönlicher, viel direkter als eine anonyme Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.